Bitte mich. Vielen Dank. Ich muss mal kurz, weil ich heute hier zwei Rollen habe, einmal Technik und einmal Vortrag auf meine Präsentation umschalten. An meinen Macintosh lasse ich niemanden ran. Das war nicht so gemeint. So, dann nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Bettina Thielen. Zu mir kommt gleich noch ein bisschen mehr, was ich Ihnen von mir erzählen möchte. Ich möchte aber direkt erstmal sagen, Sie brauchen gleich Ihr Mobiltelefon. Ich hoffe nicht, dass Sie es komplett ausgeschaltet haben. Falls ja, schalten Sie es jetzt gleich wieder an. Es kann ruhig auf stumm bleiben, aber es wäre schön, wenn wir gleich darauf Zugriff hätten. Genau, mein Name ist Bettina Thielen, Geschäftsführerin von ServiceWorks, und ich fand das ganz schön, dass Service Design und ServiceWorks manchmal so vermischt wird. Das ist mein Unternehmen, wo ich Geschäftsführerin bin mit einer Partnerin zusammen. Wir sitzen nicht mehr ganz in Köln, wir sitzen mittlerweile in Hürth, aber direkt vor den Toren Kölns. Also gefühlt ist es noch irgendwie Köln. Ich bin tatsächlich Designerin. Ich habe Design studiert, zwar vor unendlichen 20 Jahren habe ich meinen Abschluss gemacht, aber ich kann sagen, dass ich eine der ersten Service-Designerinnen bin. Ich habe meinen Abschluss bei der Frau Professor Mager gemacht, Birgit Mager, und ich war ihre erste Absolventin in dem Bereich Service-Design. Damals wusste noch niemand, was damit anzufangen ist. Heute gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viele, aber es werden immer mehr und mehr, und das freut mich sehr. Ich bin auch Mitglied des internationalen Service Design Networks. Das ist ein Verband oder eine Organisation, auch von meiner Professorin, meiner damaligen, gegründet und hat mittlerweile sage und schreibe 17.000 Mitglieder. Damals, als wir angefangen haben, waren wir so bei 200, und unsere zweite Konferenz, die wir auf Madeira machen können, die jährlich stattfindet an einem anderen Ort, im zweiten Jahr war es Madeira, sehr, sehr schön, da kamen gerade mal 100 Leute. Auf der letzten Konferenz waren es fast an die 1000 Menschen, die dort waren. Service Design interessierte Unternehmen, Service Design Agenturen, ganz vielfältige Mischung. Also insofern wird es immer breiter und immer bunter in unserem Bereich. Aber ich bin von Natur aus Designerin, Diplom-Designerin. Das kann man im Übrigen hier in Köln studieren, falls das jemanden interessiert. Ich gucke jetzt mal so in die Runde, vielleicht eher seine Kinder dorthin schicken möchte. Bitte? In der Rente. Kann ich nur empfehlen. Ich habe gerade schon gesagt, Ihre Smartphones. Wenn Sie die griffbereit haben, würde ich mich freuen, wenn Sie das mal zur Hand nehmen würden, weil ich würde Sie gerne was fragen. Ich bin ja Service Designerin, da fragen wir ganz gerne. Wenn Sie mit Ihrem Smartphone in den Browser gehen und www.menti.com eingeben, dann werden Sie nach einem Code gefragt. Und diesen Code geben Sie bitte ein, der hier steht, nämlich die 368225. Ich hoffe, es funktioniert. In der Regel funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Funktioniert es bei irgendwem? 368225. Couldn't be found. Okay. Dann machen wir das Ganze analog, das geht nämlich auch. Eben hat es noch funktioniert. Ich will jetzt nicht den Grund herausfinden. Ich möchte Sie nämlich fragen, wie fit sind Sie denn im Service Design? Und dazu habe ich drei Antworten vorgegeben. Ich kenne Service Design sehr gut und habe es auch schon aktiv angewendet. Ich habe mal davon gehört, aber nicht mehr. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, um was es geht. Also Frage 1, ich kenne Service Design sehr gut und habe es schon aktiv angewendet. Wer ist denn hier im... Oh, immerhin zwei, drei. Ja, so ein paar Verhaltene vielleicht in der Mitte. Ich habe es mal davon gehört, aber mehr weiß ich davon auch nicht. Ja, und ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Okay, das heißt, ich kann Ihnen viel erzählen und keiner kann es so wirklich nachprüfen. Dann schlussendlich. Tatsächlich ist es so, Design hört man insbesondere zurzeit überall. Überall wird ein Design drangeklebt, wenn man der Meinung ist, man muss besonders innovativ sein. Das liegt insbesondere auch daran, dass der Begriff des Designers oder des Designs nicht geschützt ist. Und deswegen gibt es mittlerweile unzählige Stellenanzeigen, wo von Design Thinkern die Rede ist, von Interface Designern, Digital Designer, Visual Designer
Und viele Begriffe davon weiß noch nicht mal ich, um was es sich da handelt. Die findet man immer mehr. Das macht aber auch gar nichts, dass man das alles gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Das einzig Wichtige daran ist, diese Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, möchten Probleme lösen. Und sie gucken sich die Probleme gerne aus Sicht des Nutzers vorweg einmal an und schauen ganz genau hin, was möchte denn der Nutzer haben? Und wie fühlt er sich, indem er etwas nutzt, ob es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist? Und deswegen ist mir das völlig wurscht, wie man es eigentlich nennt. Hauptsache, sie tun genau das. Sie gucken sich ein Problem an, versuchen das Problem zu verstehen und wollen das Problem dann auch entsprechend lösen. Das machen wir Designer und das machen wir eigentlich schon immer so. Bevor es überhaupt zur agilen Arbeitsweise kommt, was Sie wahrscheinlich alle kennen, das Thema Agile, wo ich dann irgendwann gedacht habe, wie, so arbeiten wir doch schon die ganze Zeit. Für mich war das völlig klar und ist in meiner DNA entsprechend verankert. Wie gesagt, ich finde es schön, dass man nach dem Nutzer fragt und heute sind Sie meine Nutzer sozusagen im Sinne der Zuhörer und deswegen möchte ich auch auf Ihre Wünsche eingehen in meinem Vortrag und würde gerne von Ihnen wissen, welchen Schwerpunkt ich denn in meinem Vortrag legen soll. Ich bin da ganz flexibel und da Mentimeter leider nicht klappt, machen wir es wieder analog. Es gibt drei unterschiedliche Bereiche, wo ich meinen Schwerpunkt legen kann. Ganz allgemein, was ist Service Design in der Praxis und konkrete Methoden und Tools im Service Design. Was ist Service Design allgemein, wer daran Interesse? Service Design in der Praxis und Methoden und Tools im Service Design. Ah, okay, also alles Pragmatiker hier sozusagen. Das mache ich gerne. Also mein Vortrag, werden Sie sehen, besteht in der Regel aus Bildern und wenig Text. Den Rest erzähle ich, deswegen kann ich da so ganz offen fragen und mich nach Ihren Bedürfnissen richten. Sie wissen es wahrscheinlich, 80% der Unternehmen in Deutschland sind Dienstleistungsunternehmen. Und das ist der Grund, warum Service Design auch immer mehr Beliebtheit oder an Beliebtheit gewinnt, warum immer mehr Service-Designer eingestellt werden, warum sich Menschen einfach mit dem Gestalten einer Dienstleistung beschäftigen. Weil es einfach viele machen, aber weil wir auch einfach ganz schön viel Geld damit machen. Also nicht wir als ServiceWorks, sondern wir als Deutschland, indem wir nämlich fast 70% unseres BIP, unseres Bruttoinlandsproduktes mit Dienstleistungen machen. Das heißt, jeder zweite Euro von dreien kommt aus dem Dienstleistungssektor und deswegen lohnt es sich schon, da einfach mal genauer hinzugucken und zu gucken, was braucht man denn im Dienstleistungsbereich und was gibt es da vielleicht zu gestalten. Design, hatte ich schon gesagt, hat den Kunden im Blick. Den Kunden heißt für uns Nutzer. Wenn wir von Kunden reden, denken viele, es ist der Endkunde gemeint. Und viele aus dem produzierenden Gewerbe sagen dann, naja, aber ne, wir haben ja nur mit Geschäftsleuten zu tun. Das sind ja keine Endkunden, also nur B2B. Das macht nichts. Bei uns ist der Kunde immer derjenige, der eine Leistung empfängt. Und deswegen ist das entsprechend unser Kunde. Aber haben wir den Kunden im Blick? 80% aller Firmen glauben, ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten, aber nur 8% ihrer Kunden stimmen dem zu. Das heißt, das, was wir denken, was wir anbieten, muss nicht unbedingt das sein, was beim Kunden tatsächlich ankommt. Das heißt, es gibt da irgendwo eine Lücke und die gilt es zu schließen. Es gilt ein Stück weit die Augen zu öffnen und tatsächlich zu sehen, wie sieht denn der Markt jetzt aus? Was möchte der Kunde denn genau von mir? Oder derjenige, der mein Produkt oder meine Dienstleistung nutzt? Design ist wichtig. Insbesondere im produzierenden Gewerbe. Da ist es nämlich so, nach einer Studie von dem British Council, dem Design Council in England, so ist es richtig, dass 40% der Unternehmen im produzierenden Bereich Design als einen integralen Bestandteil für ihren Erfolg sehen. Und damit ist nicht gemeint, wie schön das Auto hier gestaltet ist, in seiner Form, in seiner materiellen Form, sondern Design tatsächlich, was Prozesse anbelangt und was Strategien anbelangt. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, Design ist nicht nur das Bauen, sondern das
Design ist der Prozess, in dem ich mir Probleme ganz genau anschaue und auf deren Lösung hinarbeite. Das heißt, produzierende Unternehmen haben das schon ganz gut begriffen und man hat sogar herausgestellt, dass Unternehmen, die mit Design arbeiten, also Design in ihren Prozessen und in ihren Strategien eingebettet haben, an der Börse auch 200% erfolgreicher sind. Das heißt, es schafft auch einen tatsächlichen Mehrwert. Ich mache nicht nur meine Kunden glücklich, die kommen auch tatsächlich dann zurück und freuen sich und bleiben dem Produkt treu. Wie sieht das denn im Dienstleistungsbereich aus? Haben Sie damit gerechnet? Wir machen 70% unseres Bruttoinlandsproduktes mit Dienstleistungen, aber nur 6% der Dienstleistungsunternehmen sind davon überzeugt, dass Design sinnvoll ist in dem, was sie anbieten. Das finde ich schon sehr beachtlich. Kommt jemand von Ihnen aus dem Dienstleistungsbereich? Können Sie das bestätigen? Naja, nur 6% sehen das so, dass es eine Rolle spielt. Dann sind Sie vielleicht zu den 6%. Es ist tatsächlich eine Studie, die ein bisschen älter ist, deswegen hat sich das sicherlich auch schon ein bisschen nach oben geschraubt. Das sehen wir auch an unseren Anfragen. Also insofern hat sich da sicherlich was dran geändert, aber oft gucken einen die Leute aus dem Dienstleistungsbereich mit großen Augen an, wenn wir sagen, wir können auch bei Ihnen gestalten. Und wir sind keine Unternehmensberater, sondern Designer. Ist das wirklich so, dass Sie das so sehen oder investieren die auch nicht? Das eine bedingt das andere entsprechend. Und Sie sehen es halt auch nicht, ne? Also das war die Frage, sehen Sie Design in Ihrer Unternehmensstrategie, in Ihren Prozessen verankert oder als wichtigen Bestandteil? Interessanterweise ist es so, und wie gesagt, das produzierende Gewerbe ist da schon tatsächlich ein Stück weiter, als das Dienstleistungsgewerbe es ist, dass jetzt die Produkthersteller, also die Automobilhersteller sozusagen, auf einmal zu Serviceanbietern werden. Das ist ein neues Projekt von Volkswagen, was ich gefunden habe, die in Berlin gerade 1500 Elektroautos für die Shared Economy zur Verfügung stellen. Und es sollen stetig mehr werden. Das heißt, das Auto ist gar nicht mehr im Fokus. Ein Kunde von uns, und das ist der kleine Bruder, will ich gar nicht sagen, es ist Audi, fester Kunde von uns, mit denen gestalten wir nur Dienstleistungen. Wir haben mit dem Auto überhaupt nichts zu tun. Weil die auch entsprechend sagen, dass 4 von 5 Kundenkontakten nach dem Autokauf erfolgen. Das heißt, das Auto ist längst gekauft, das steht in der Garage und wird 23 Stunden am Tag nicht bewegt. Da haben wir das Geschäft schon gemacht. Aber wie halten wir den Kunden bei uns? Und wie interagieren wir mit ihm, wenn er wieder zu uns kommt, die anderen 4 Male? Was passiert in den Werkstätten? Oft hat man ein Premium-Produkt, das man verkauft. Wenn das Premium-Produkt kaputt ist und in die Werkstatt kommt, dann ist das manchmal nicht mehr so Premium, was da passiert. Damit setzen sich jetzt Automobilhersteller auseinander und gucken, wie sind die Serviceprozesse entsprechend eben nach dem Autokauf und was kann darüber hinaus noch passieren. Es gibt eine ganze Abteilung bei VW, die sich nur mit diesen Dienstleistungen auseinandersetzt, weltweit, auf unterschiedlichen Kontinenten. Übrigens auch Mitglied im Service Design Netzwerk. Und selbst wenn ich so antiquiert bin, sage ich mal, und ich zähle mich dazu, weil ich habe auch noch besitze ein Auto und mir ein Auto zulege, muss ich mich zwangsläufig mit Dienstleistungen rund um das Auto auseinandersetzen. Wiederum, Audi, unser Kunde, haben wir ein Projekt gemacht, einen Designsprint zum Thema E-Mobilität. Was braucht der Kunde, wenn er ein Elektroauto kauft? Und zwar ein größerer Kunde mit mehreren Autos. Und da stellt sich heraus, eigentlich kauft er nicht nur das Auto, sondern er muss sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und auseinandersetzen, nämlich das Thema Laden. Bislang habe ich mir ein Auto gekauft und mir keine Gedanken gemacht, wo ich eine Tankstelle finde. Wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, dann muss ich schon zusehen, wo finde ich das alles, wie integriere ich das in meinen täglichen Ablauf, habe ich eine Ladestation zu Hause. Auch das bieten alles Automobilhersteller an, ganz weit weg vom Auto eigentlich. Auf einmal bieten sie Tankstellen an, interessanterweise. Und deswegen müssen sie sich anders mit dem Kunden auseinandersetzen. Und da begleiten wir intensiv.
Noch eine kleine Anekdote zum Thema Shared Economy. Wir haben immer viele Praktikanten bei uns im Büro und wir stellen immer mehr fest, dass die Praktikanten, die sind ungefähr so halb so alt wie ich, so um die 20, Mitte 20, die haben gar kein Auto mehr. Die fahren alle kein Auto. Die wollen auch gar kein Auto haben. Also auch darauf muss eben die Industrie entsprechend reagieren. Und das können sie nur mit Dienstleistungen. Sie können nicht noch bessere Autos bauen. Die haben schon sehr, sehr gute Autos. Aber was machen wir Designer denn so anders als jetzt irgendeine Unternehmensberatung oder andere Berater, die sie sich einkaufen? Wir gehen einfach ein bisschen anders an Sachen heran. Wir versuchen, und das habe ich heute mehrfach gesagt, das Problem in Gänze zu verstehen. Und wir sind ganz froh, je komplexer, desto besser. Man spricht, diejenigen, die sich im Design Thinking auskennen, von den sogenannten Wicked Problems, also diesen verzwickten, verzwackten Problemen, von diesen fiesen, gemeinen Problemen, wo man eigentlich vor einem Berg von Problemen steht und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die sind uns am liebsten. Die gucken wir uns ganz besonders gerne an, wir Designer, weil wir schauen wollen, von welcher Seite sieht das Problem am besten aus und wo fangen wir denn damit an. Wir sprechen natürlich mit den Nutzern und Akteuren, den unterschiedlichen. Das machen Sie sicherlich auch, wenn Sie eine Marktforschung in Auftrag geben. Wir gehen zu den Nutzern und Akteuren hin und wir werden teilweise auch zu denen. Wir begeben uns sozusagen in die Schuhe des Nutzers. Wir arbeiten in Unternehmen mit, um zu schauen, wie sehen die Prozesse aus, um es genau zu verstehen, es nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern es zu erfahren, was da passiert. Und wir umkreisen das Problem, weil es ist ganz witzig, wenn man sich ein Problem anguckt, dann sieht das von der einen Seite so aus, begebe ich mich 2 Meter nach links, sieht es ganz anders aus. Und gucke ich es mir von der anderen Seite an, sieht es wieder ganz anders aus. Und das, diese unterschiedlichen Perspektiven, die halten wir fest, die bringen wir zusammen. Das heißt, wir öffnen uns und schauen uns ein Riesenproblem an und dann wiederum schließen wir uns und fokussieren uns und gucken, wo können wir denn da jetzt anpacken. Warum sind die Probleme so groß? Weil sie meist nicht nur an einer Stelle festzumachen sind. An einem Auto sehe ich, wenn da der Kotflügel nicht ganz besonders gestaltet ist, dann feile ich da ein bisschen rum und bastel ein bisschen und dann sieht er wieder prima aus. Bei einer Dienstleistung ist das anders. Da muss ich das ganze System betrachten und gucken, wie ich den Moment, der die Dienstleistung so gestalten kann, dass er ergonomisch für den Kunden oder den Nutzer ist. Und dafür geht es nicht nur um den einzelnen Moment. Da sind viele unterschiedliche Stakeholder beteiligt. Wir arbeiten visuell und co-kreativ. Das bedeutet, wir versuchen, die komplexen Themen, die wir erkennen, die wir erfassen, visuell aufzubereiten. Dafür muss man nicht zeichnen können. Ich habe ein paar Semester Design studiert und arbeite seitdem als Designer. Und wenn ich einen geraden Strich ziehen möchte, dann mache ich gerne den Rechner an. Also das hat nicht unbedingt was mit der Fähigkeit zeichnen oder malen können zu tun, sondern man kann Dinge auch einfach mal an die Wand schmeißen und sie sozusagen materialisieren. Das muss kein Bild sein, das kann auch ein Ablauf sein. Wir arbeiten co-kreativ und das heißt, dass wir unterschiedliche Disziplinen mit am Tisch haben oder im Projekt haben. Interdisziplinäre Projektteams, das kennen Sie auch. Wir arbeiten sehr, sehr gerne auch mit dem Kunden, mit dem Endnutzer einer Dienstleistung zusammen. Wir hatten kürzlich eine ganz nette Anfrage von einem kanadischen Service-Design-Unternehmen, die entwickeln medizintechnische Geräte, Apparaturen. Und da ging es in dem Falle darum, für Krebspatienten, die permanent Infusionen und Chemos bekommen, einen außenliegenden Port zu gestalten. Das können jetzt Ingenieure machen, indem sie gucken, wie fließen die Flüssigkeiten am besten und wo klemmen was am besten hin. Das können auch Designer machen, indem sie sagen, okay, wie nutzt man dieses Ding am besten? Aber wer kann es am besten entscheiden, ob ein Ding funktioniert und angenehm zu nutzen ist, das ist der Nutzer dieses Dings. Das heißt, wir sind angefragt worden, und das ist eine heikle Geschichte, mit Krebspatienten in Ideation-Workshops zu gehen, also in Kreativ-Workshops, um denen ein Prototyp zu bauen, wie kann dieses Ding aussehen, ne? Wo kann das hängen, wie kann ich da am besten mit umgehen. Das Projekt ist leider, muss ich Ihnen sagen, nicht zustande gekommen, leider, weil es auf dem deutschen Markt nicht zugelassen wurde. In anderen Ländern ist es aber genauso vonstatten gegangen, indem man eben mit echten Patienten und auch mit medizinischem Personal gearbeitet hat. Und dann saßen die da und haben einen Prototyp entwickelt und gebaut. Also das meinen wir mit co-kreativ. Wir sind es gewohnt, schnell zu scheitern. Auch das kennen Sie vermutlich aus dem Design Thinking
Schnell probieren, schnell hinfallen, schnell mal rütteln und weiter geht's. Erst dann erkennen wir die Fehler, die wir gemacht haben und können sie beseitigen. Und als letztes, weil es mir so gut gefällt und sich auf Deutsch irgendwie ganz komisch anhört, wir töten gerne unsere Lieblinge. Das ist ein ganz wichtiger Moment bei uns. Im Englischen hört es sich einfach sehr viel netter an. We kill our darlings. Das heißt, die Idee, die wir als erstes haben, wenn wir dieses Problem umkreist haben, die legen wir erstmal ganz schnell zur Seite und holen sie zu einem ganz viel späteren Zeitpunkt wieder raus. Es gibt sogar eine Definition von Service Design. Es gibt unzählige Definitionen von Service Design, muss ich dazu sagen. Die ist von Birgit Mager, der Präsidentin vom Service Design Netzwerk und meiner ehemaligen Professorin, die da sagt, Service Design choreografiert Prozesse, Technologien und Interaktionen in komplexen Systemen, um gemeinsam mit relevanten Akteuren Werte für diese zu kreieren. Für mich ist das die passendste Definition, weil sie von Prozessen spricht, die choreografiert werden. Und das ist es eigentlich in der Gestaltung. Man choreografiert ein System hin zu einem bestimmten Moment, der gestaltet werden muss. Man ist in Interaktion und wir haben es in der Regel mit komplexen Systemen zu tun. Und wir wollen Werte schaffen. Es ist wichtig, dass wir auch sehen können, was wir verbessert haben. Das geht nicht von heute auf morgen, das braucht so ein bisschen seine Zeit. Aber das ist das, was uns wichtig ist. Und wir sprechen hier auch nicht von Kunden, das finde ich auch ganz spannend. Weil es muss ja nicht immer der Kunde sein. Wir machen ganz viele Projekte für Unternehmen, die sich im internen Kontext befinden, die gar nichts mit dem Endkunden zu tun haben, weil es auch da eben die entsprechenden Nutzer gibt. Wir gestalten für diesen einen Punkt. Der Anbieter interagiert mit dem Kunden. Aber wie gestaltet man einen Moment? Was macht man denn da? Schafft man eine nette Atmosphäre? Dimmt das Licht? Hängt ein paar nette Bilder an die Wand? Wie gestaltet man einen Moment? Das ist gar nicht so einfach, einen Moment zu gestalten. Und der beginnt interessanterweise gar nicht in diesem Moment dieser Interaktion, sondern der beginnt ganz woanders. Und das sind sich viele nicht bewusst, wenn sie uns Service Designer engagieren, dass wir nicht hier ein bisschen rumschleifen und ein bisschen anpinseln und eine Pflanze daneben stellen und es ist gut. Nee, der beginnt von ganz anders, nämlich auf dieser Seite. Wir gucken uns den Anbieter an und gucken, wer ist derjenige, der sozusagen Front Stage, sichtbar mit dem Kunden interagiert und wer sind diejenigen, die dahinter stehen? Das sind andere Kollegen, das sind Chefs, die dabei sind, die alle Einfluss nehmen auf diesen einen Moment, der da passiert. Es sind aber auch Dritte, Zulieferer, Drittdienstleister. Alle sind involviert und alle sind Bestandteil dieses Systems. Und die sprechen auch noch untereinander. Sagen, was alles blöd läuft, wenn sich was verändert. Sagen aber auch, was gut läuft. Das heißt, für uns ist dieses gesamte System wichtig. Und wenn wir von der einen Seite sprechen, muss ich Ihnen auch die andere Seite zeigen. Auch der Kunde redet wiederum mit Freunden, mit Verwandten, mit Kollegen, mit ganz vielen Menschen. Und die tauschen sich untereinander aus. Und auch das sind Bereiche, die es zu gestalten gilt. Was passiert nicht nur in diesem Moment? Was passiert in den Zwischenräumen? Die können wir auch gestalten. Deswegen ist für uns das System so extremst wichtig. Bei uns sieht der Prozess so aus. Wer kennt diesen Prozess in der Form? Sieht so ein bisschen aus wie Design Thinking. Es geht um das Problem verstehen und es geht um das Problem lösen. Wenn Sie das mal bei Google eingeben, werden Sie unterschiedliche Formen finden. In der Regel geht es immer eine Seite Problem verstehen, andere Seite Problem lösen. Im Design Thinking hört der Prozess hier auf beim Testen. Bei uns ist es ganz wichtig, dass wir ihn auch umsetzen. Weil wir mit Menschen arbeiten. Was unterscheidet Design Thinking von Service Design? Der Prozess ist ein bisschen der gleiche. Service Design sagt es, wir gestalten Dienstleistungen. Und die erbringt in der Regel ein Mensch. Und deswegen sind wir ganz intensiv dabei auch im Bereich der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich zeige es Ihnen trotzdem sehr gerne, weil für mich Albert Einstein einer der ersten Service Designer.
Wenn man mir eine Stunde Zeit geben würde, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, würde ich 40 Minuten dazu verwenden, es zu studieren, 15 Minuten dazu, Lösungsmöglichkeiten zu prüfen und 5 Minuten es zur Lösung. Und interessanterweise funktioniert so auch unser Service-Design-Prozess. Es braucht eine Zeit lang für den sogenannten Research, das Problem erkennen. Und während dieser Problemerkenntnis kommen schon ganz viele Lösungsmöglichkeiten auf den Tisch, die, wie gesagt, wir erstmal zur Seite stellen und dann noch ein bisschen weiter gucken. Und am Ende geht es dann ganz schnell. Wenn wir Projekte mit Studenten machen, ist das immer ganz spannend. Beim Research, und da gehe ich jetzt einmal kurz zurück, werden die in dieser Phase schon ungeduldig und sagen, oh, jetzt haben wir es ja gesehen, jetzt wissen wir schon, was passiert. Jetzt können wir loslegen in der Gestaltung. Wir wissen, wo das Problem ist und los. Und da muss ich die Jungs und Mädels immer so ein bisschen zurückhalten und sagen, nee, und jetzt guckst du noch mal genauer hin. Weil da kommen die guten Erkenntnisse bei raus, wo wir später drauf aufsetzen können. Also da wird Zeit drauf verwendet. Das ist extremst wichtig. Und deswegen poche ich auch immer so da drauf. Für mich eine der Lieblingsdisziplinen oder Lieblingsphasen im Designprozess ist eben dieser Research. Da Sie sich gewünscht haben, ein paar Praxisbeispiele zu sehen, habe ich Ihnen mal ein Praxisbeispiel von unseren Kunden mitgebracht. Und zwar handelt es sich um die AWO. Das ist aus dem sozialen Bereich. Es ist die AWO Saarland, die auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir haben da ein Problem mit unserer Dienstgestaltung, mit unserer Dienstplanung. Irgendwie haut das nie hin. Wir schreiben den Dienstplan und innerhalb von 2 Stunden können wir ihn direkt über den Haufen werfen und müssen ihn schon wieder neu schreiben. Können Sie uns da nicht behilflich sein? Das Ganze kam über eine sehr liebe Netzwerkpartnerin, die aus dem Pflegebereich kommt, Pflege-Diplom-Wirtin ist. Und wir haben gemeinsam dieses Projekt gemacht, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir eben auch diese Kompetenz aus dem sozialen Bereich haben. So wie wir Designer sind, haben wir gesagt, okay, es geht um Dienstplanung, schauen wir doch erstmal, wie das so bei euch aussieht, was ihr denn da wollt. Und wir hatten das große Glück, dass eine große Betriebsversammlung abgehalten wurde mit 800 Menschen und dann haben wir die einfach mal gefragt, wann geht's euch denn gut, wie sieht das denn mit der Dienstplanung aus, wann fühlt ihr euch wohl bei der Arbeit, wie sind die Dienste gestaltet? Und das haben die alles ausgefüllt und uns auf nicht wenige Karten an die Wand geklebt. Das Projekt haben wir mit 3 unterschiedlichen Bereichen von der AWO gemacht. Wir haben den Pflegebereich gehabt, die Jugendhilfe und die Inklusion. Also ganz unterschiedliche Bereiche und wir haben uns das übergreifend angeschaut und mit den Leuten geredet. Die haben uns gesagt, was sie bedrückt. Interessanterweise hat kaum jemand was zu dem Dienstplan gesagt, wie er geschrieben wird, sondern es kamen Dinge raus wie Wertschätzung, füreinander Dasein, so softe Faktoren, wo die Stakeholder, die den Auftrag erteilt haben, erstmal gesagt haben, aber die beschweren sich doch alle mit der Dienstplanung. Ja, aber die Gründe liegen vielleicht woanders. Wir sind selber vor Ort hingegangen und haben uns ein Bild gemacht. Wir haben hospitiert. Wir sind in Altenpflegeheimen mitgegangen, auf Stationen, haben geguckt, wie laufen dort die Dienste ab, wie kommuniziert man untereinander, wie kommuniziert man mit den Bewohnern. Wir sind in die Jugendhilfe gegangen und Jugendhilfe meint 24-Stunden-Betreuung, die wohnten dort, die Jugendlichen und Kinder. Und wir haben uns in der Inklusion umgesehen, was passiert denn da? Haben festgestellt, es sind ähnliche Gegebenheiten, die da passieren. Wir haben die Leute beobachtet, wir haben sie interviewt, wir haben viele Fragen gestellt und sind immer wieder bestätigt worden von dem, was auf den Karten zuallererst stand. Da man so einen Dienst nicht 4 Wochen lang begleiten kann, das hätte uns erschöpft und auch das Budget vermutlich erschöpft, haben wir mit Cultural Probes gearbeitet. Wir nennen es Cultural Probes, wenn wir den Probanden etwas mitgeben, wo sie dokumentieren. Wir geben denen gerne mal Kameras mit, indem sie was fotografieren, Diktiergeräte, wo sie was aufnehmen können, Fragebögen. Und hier waren es eben Tagebücher, wo die Mitarbeitenden
reinschreiben konnten, wie war Ihr Tag heute, was lief gut in dem Dienst, was lief schlecht in dem Dienst, wo mussten Sie anderen helfen, warum mussten Sie anderen helfen, was waren aber auch Highlights während der ganzen 4 Wochen. Auch die haben wir ausgewertet. Auf dieser Grundlage haben wir auch Personas erstellt, gemeinsam mit den Mitarbeitenden der AWO. Wir haben Personas für die Pflegeheime und die anderen Dienstleistungsbereiche erstellt und haben geguckt, wie kommen die Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den Bedürfnissen der Bewohner überein. Weil eins der wichtigsten Punkte war, ich fühle mich wohl bei meiner Arbeit, wenn es den Bewohnern gut geht. Wie hat das dann jetzt mit dem Dienstplan zu tun? Weil den sollten wir ja eigentlich gestalten. Wir haben alle Erkenntnisse dann zusammengefasst und hier komme ich nochmal auf das visuelle Arbeiten. Wir haben Abläufe skizziert und deswegen ist es so wichtig. Wenn ich mich über Abläufe unterhalte, wird jeder hier im Raum ein unterschiedliches Verständnis von dem jeweiligen Ablauf haben. Wenn ich ihn einmal aufmale, reden wir über genau diesen Ablauf. Wenn ich sage, denken Sie an eine Tasse, hat jeder eine andere Tasse im Kopf. Wenn ich sie aufmale, wissen wir, über was wir reden. Deswegen für uns ist das gleiche Verständnis von den Dingen extremst wichtig. Wir haben alle Erkenntnisse zusammengefasst und sind dann tatsächlich auch in die Co-Kreation mit den Projektteilnehmern gegangen. Das heißt, man hat Ideen mal gebaut. Wie würde das denn funktionieren? Was brauchen wir denn für eine gute und gelingende Dienstplanung? Wir hatten am Anfang daran gedacht, dass es vielleicht so Kniffs und Tricks sind, wie man einen Dienstplan schreibt, dass man erst mit den Wochenenden anfängt, dass man erst die Fachkräfte verplant, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit Arbeitszeit verplant, sondern nur 80%, sprich Nettoarbeitszeit. Das hatten wir uns alles gedacht, aber es kamen ganz andere Sachen dabei raus. Nämlich, dass man erstmal gucken sollte, wie geht's denn dem Bewohner? Was will denn der überhaupt? Und über den haben wir am Anfang gar nicht gesprochen. Das kam aus dem Projekt raus. Insofern ist das Projekt von diesem Kleinen ein bisschen größer geworden und man musste einfach den Blick weiten. Wir haben dann schlussendlich 3 Phasen identifiziert, die wir gestalten müssen. Die Phase vor der Dienstplanung, während der Dienstplanung und nach der Dienstplanung. Und das ist das, was ich eben meinte, das Problem ganz genau beleuchten und das System auch erkennen. Wären wir auf das Briefing konkret eingegangen, hätten wir uns um diesen Punkt gekümmert. Das ist der kleinste Bereich jetzt gewesen. Dieser ist der größte gewesen. Und dazu haben wir ganz viele unterschiedliche Materialien und Ideen entwickelt. Es ist ein ganzer Baukasten entstanden von dem, was entwickelt wurde für die unterschiedlichen Pflegeheime und Einrichtungen. Wir waren alle extremst überzeugt davon, was wir da tun und sind hocherfreut herausgegangen. Das Ganze hat ein halbes Jahr gedauert, was wir uns da angesehen haben und was wir entwickelt haben und haben uns ganz schlussendlich gewundert, warum klappt das denn da nicht? Es war doch alles Problem erkannt, Lösungen gestaltet, aber Problem nicht gelöst. Was ist denn da passiert? Und da ist uns irgendwas abhanden gekommen. Also wir haben jetzt hier nicht den Kunden, sondern den Nutzer und wir haben da auch nicht den Anbieter, sondern die Gestalter. Irgendwo sind uns da ein paar abhanden gekommen. Und das geht damit einher, weil wir gesehen haben, Menschen können wir nicht einfach mal so umgestalten, deren Verhaltensweisen umgestalten. Die Unternehmenskultur, die dort herrscht, passte überhaupt nicht mehr zu dem, was wir entwickelt haben. Wo wir entwickelt haben, frag doch mal den Bewohner, wann er aufstehen will. Warum müssen alle Bewohner um 5:30 aufstehen, weil es um 8 Uhr Frühstück gibt? Vielleicht will doch einer erst um 9 Uhr frühstücken. Ist doch viel besser. Nee, das geht natürlich nicht. Wir haben ja Prozesse, die sind festgeschrieben. Die werden um 5:30 geweckt. Dann sind wir total im Stress, weil wir alle wecken müssen und alle fertig machen fürs Frühstück. Die Cafeteria ist komplett gestresst, weil um 8 Uhr gibt es ja Frühstück. Ja, aber warum ist das denn so? Weil sie gelernt haben, so zu arbeiten. Und das kann man nicht einfach mal ändern. Und das ist in ganz vielen Einrichtungen so. Und jetzt, wo wir das Projekt beendet haben, fängt die Arbeit erst richtig an. Weil jetzt müssen wir mit der Kultur arbeiten, dass wir mitgestalten können, dass Mitarbeiter mitgestalten können, dass man sieht, es bringt auch was, wenn ich was sage und mich einbringe. Und ich kann auch mal fragen. Das ist das Problem. Und da müssen wir eben mitgestalten.
Ich habe es gerade gesagt, menschliche Systeme werden nicht auf Knopfdruck geändert. Es braucht viel, viel Zeit. Bitte schön. Ja. Sie sagen, das Projekt war eigentlich abgeschlossen, Sie haben die Lösung gefunden. Und das sagt der Stakeholder, super, wir zahlen jetzt die Rechnung, dann ist gut. Dann sagen Sie, Moment, das liegt das ja eigentlich jetzt nur richtig an mit der Arbeit. Natürlich machen die alle so mit. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, die waren immer mal wieder bei uns und immer mal wieder ganz weit weg. Was wohl ist, und das sagen wir in jedem Projekt, was wir starten, wir gehen ergebnisoffen an die Sache ran. Also wir wissen nicht, was da am Ende bei rauskommt. Und so ehrlich sind wir. Und es gibt auch ganz viele Kunden, die den Mut dazu nicht haben, dann mitzugehen. Weil ich kann am Anfang nicht sagen, um was es sich da handelt. Ich kann das erst sagen, wenn ich mit allen gesprochen habe. Bitte schön. Aber das ist natürlich einer der möglichen Fehler, nämlich dass die Management-Attention fehlt. Gerade in so einem Projekt, was Adoption and Change beinhaltet, ist das Wichtigste überhaupt. Dass die Management-Attention da ist, sagen Sie, auf jeden Fall. Absolut, da bin ich völlig bei Ihnen und das ist auch total wichtig und das steht hier auch irgendwo, genau. Ich habe sie jetzt gar nicht mal als Management Attention beschrieben, sondern für uns sind es auch Multiplikatoren. Die können aus ganz unterschiedlichen Ebenen kommen. Es reicht in manchen Projekten, wenn es einmal ganz am Anfang das Go von oben gibt, bitte macht. Wir wollen anders gestalten. Ihr sollt mitgestalten. Da muss man dann die Beteiligten immer mal wieder ein bisschen zurechtrücken und sagen, ihr dürft mitgestalten. Wie schon gesagt, viele Unternehmenskulturen sind so gelebt, da traut sich keiner mit zu gestalten. Aber das Bewusstsein muss erstmal da sein. Dann hat man das aber in dieser kleinen Projektgruppe erst einmal und das muss ja dann wiederum rausgetragen werden ins ganze Unternehmen. Und deswegen braucht es eben diese Multiplikatoren und es braucht nutzergerechte Kommunikation. Bitte schön. Ja, da. Was passiert ist, wenn ich eine völlig neue Arbeitsweise einführe, dann geht erstmal das Ganze runter. Die Performance geht runter. Das müssen Unternehmen natürlich auch runter. Die machen einen ganz normalen Change-Prozess mit. Das haben wir in jedem Projekt, kommen wir immer wieder zu diesem Punkt. Und interessanterweise erst dann, wenn wir relativ am Ende des Projektes sozusagen sind. Das kommunizieren wir vorher immer, dass das passieren wird, aber es kommt trotzdem immer zu einem. Das haben wir jetzt aber nicht gedacht. Aber genau das, was Sie sagen, steht hier. Es braucht Zeit, es braucht nutzergerechte Kommunikation, es braucht Multiplikatoren. Es braucht Weitsicht und Fokussierung. Das ist auch immer das Wichtige. Ich muss das Ganze sehen und muss mich dann aber wieder fokussieren, damit ich den Wald vor lauter Bäumen dann trotzdem noch sehe. Also dieses weit weggehen und nah rangehen, das ist extremst wichtig im Gestaltungsprozess. Das führt oft zu Verwirrung. Und oft müssen wir uns sagen lassen, Frau Thielen, wissen Sie noch, wo wir sind? Wissen Sie noch, was wir wollen? Haben Sie das Ziel noch vor Augen? Und ich sage, das haben wir vor Augen. Manchmal ändert sich die Richtung ein bisschen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Schlussendlich kommen wir dahin, wo wir hinkommen wollen. Und was Sie auch gesagt haben, es braucht natürlich viel Mut und viel Vertrauen in die Mitarbeiter. Und das leben wir in Deutschland noch nicht so wirklich. Dieses Vertrauen und auch dieses Loslassen können. In agilen Organisationen funktioniert es schon mal hier und da ein bisschen besser, aber auch noch nicht so. Um Mitarbeiter loszuschicken und zu sagen, ihr habt die Möglichkeit zu gestalten, dafür muss man loslassen müssen. Und dann darf man sich am Ende auch nicht beklagen, wenn man sagt, wie, das haben die jetzt entschieden? Ja, das haben sie entschieden, seien sie froh, dass sie es entschieden haben. Die denken mit, für das Unternehmen und gestalten für ihr Unternehmen mit. Die gestalten ihr eigenes Unternehmen und es kann nichts Besseres passieren als das. Und das belegen wiederum auch Zahlen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, die machen spannende Seite, kann man sich ganz tolle Sachen raussuchen, mit schönen Grafiken hinterlegt. Finanziell am stärksten profilieren Dienstleistungsunternehmen von der Umsetzung betriebsinterner Vorschläge. Also ein gutes Ideenmanagement, auch pro realisierte Idee der eigenen Mitarbeiter sparen Unternehmen der Dienstleistungsbranche durchschnittlich 13.200 Euro. Also warum das nicht nutzen?
Aber das wiederum geht ganz intensiv in die Unternehmenskultur rein, was jemand am Anfang eines Projektes nicht so auf dem Schirm hatte. Auch wenn sie sagen, ja, weiß ich, kann passieren, am Ende ist es immer ein bisschen dann doch noch eine Überwindung. Interessanterweise, wir sind mit, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir sind mit Projekten auch schon gegen die Wand gefahren an dem Punkt, wo festgestellt wurde, am Ende des Projekts fängt es eigentlich erst richtig an. Weil jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie ihre Kultur ändern können. Wir haben ihnen alle Materialien dazu gegeben, jetzt fangen sie an. Da ist nicht jeder freudestrahlend rausgelaufen und hat gesagt, juhu, ich freue mich, die Kultur zu ändern. Da braucht es ja auch ein bisschen was zu. Aber Unternehmen, die das Projekt richtig anfassen, sind schlussendlich auch in der Lage, ihre Kultur selber in den Griff zu bekommen und systemisch sozusagen zu denken und das ganze System im Blick zu haben. Da Sie eben von Praxisbeispielen gesprochen haben, es gibt auch noch andere Beispiele aus dem Service Design, wo ein Produkt ein System ändern kann. Das ist die Mayo Klinik in den USA. Und kennt das jemand, dieses Gerät, was da steht? Das ist ein MRT oder CT. Ich kann die Dinger nicht auseinanderhalten. Und in der Regel sind die, wenn Sie die sehen, groß, riesig. Die nehmen den ganzen Raum ein. Die machen Höllenlärm. Und man muss sich die Situation vorstellen. Was ist, wenn ich mit meinem Kind dahin muss? Das heißt, ich bin in einer Situation, die bestimmt nicht gut ist, weil irgendein Verdacht liegt vor, dass mein Kind krank ist. Und diesen gilt es zu überprüfen, indem ich ihn in dieses teure, große, gefährliche Gerät schiebe. Das Kind wird Angst haben und will nicht da rein. Das heißt, ich als Mutter bin gestresst und versuche, das Kind zu beruhigen, weil ich will ja wissen, was es hat. Die Ärzte sind in der Regel etwas angespannt, weil im besten Falle der nächste Patient schon wartet und die dieses nicht ganz so günstige Gerät auslasten wollen. Und die Arzthelferinnen sind bemüht, alles so in die Reihe zu bekommen, dass die Auslastung da ist. Mit einer kleinen Idee, diesen Raum umzugestalten und dieses Gerät umzugestalten, habe ich das ganze System umgestaltet und habe allen zu viel mehr Zufriedenheit oder habe sie dahin gebracht. Mein Sohn würde sofort da reinhopsen, weil er es total cool findet. Und diese Plots, die da, mit denen das MRT oder CT beklebt ist, das sind keine unglaublichen Summen, die dafür aufgenommen wurden. Das ist relativ easy zu machen. Seitdem die das so umgestaltet haben in der Mayo Klinik, ist das Gerät um ein Vielfaches mehr ausgelastet. Das heißt, ich habe einen echten Wert auch kreiert. Nicht nur, was die Zufriedenheit der Kunden, der Nutzer anbelangt, der Mitarbeiter anbelangt, sondern ich mache auch Geld damit, indem ich mich einfach mal in die Schuhe des Nutzers stelle. Ein anderes Beispiel, komplett anderer Kontext, Service Design in der Politik. Also wenn es irgendwo Sinn macht, unseres Erachtens dann in der Politik oder im öffentlichen Sektor. Service Design im öffentlichen Sektor, komplett vernachlässigt worden bislang. Also es fängt jetzt gerade an, auch interessanterweise hier in Köln gibt es Pilotprojekte. Aber wer da ganz weit ist, und das hätte jetzt mit der generellen politischen Situation nichts zu tun, das sind die Briten. Die Briten haben tatsächlich in ihren öffentlichen Einrichtungen 100 Service Designer eingestellt. 100 Service Designer, die sich nur darum kümmern, was möchte der Kunde und gestalten wir unsere Lösung kundengerecht und das auch immer wieder überprüfen. Die sind fest angestellt. Das hat damals noch der James Cameron mit in Auftrag gegeben. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch ein Department für Design dort, also ein Ministerium für Design. Mittlerweile sind 540 Bedienstete in den letzten 20 Monaten, das ist eine ziemlich aktuelle Information, mit Design-Trainings versorgt worden. Das heißt, die sind durch Design Thinking, durch Service Design Trainings gegangen und haben diese Methode erlernt, damit auch sie damit arbeiten können. Und ein schönes Zitat, was ich auf dieser Seite auch gefunden habe. We always start with the user needs. We are agile, we work to a set of design principles that guides us in everything we do. Also sie legen alles auf diesen Designprüfstand. Und das ist schon sehr, sehr herausragend. Also da, also zumindest in diesem Punkt, können wir uns gut was von den Briten abgucken. Damit bin ich auch schon zum Ende gekommen meines Vortrags. Und wenn Sie noch Fragen haben,
Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Fragenrunden machen können. Ansonsten bin ich auch heute den Abend noch da. Bitte. Gerne. Also erstmal ist für mich Service Design eine agile Methode, wenn man es so nennen will. Und wir haben Anknüpfungspunkte ganz unterschiedlicher Form zu anderen agilen Methoden. Wir arbeiten eng mit Scrum-Teams zusammen, insbesondere wenn es um die User-Stories geht, die man erstellt. Der Lean-Prozess ist angedockt an unseren Design-Prozess. Und wir arbeiten selber natürlich mit agilen Methoden wie das Kanban-Board, was wir nutzen in all unseren Projekten. Also es ist sozusagen ein Bestandteil der agilen Familie, sage ich jetzt mal so. Wäre Service Design auch im klassischen Projektmanagement-Umfeld? Das heißt, also man hat sozusagen die Karte für das gesamte Projekt ausgearbeitet. Wäre das da auch möglich oder ist es sozusagen genuin agil anzulegen, damit man überhaupt Erfolg hat? Da sind wir so ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es mal so. Wir sagen, grundsätzlich kann man das machen, insbesondere auch dann, wenn man sich Parts aus dem Designprozess nur rauszieht. Wenn ich sage, es gibt Firmen, die sagen, machen Sie uns mal ein Research, dass wir nur den Research-Teil betrachten oder machen Sie nur das Testing. Das geht natürlich auch. Aber ich habe bislang bei diesen Projekten es noch nie erfahren, dass es dabei bleibt. Und es verwurschtelt sich irgendwie so ein Stück weit. Und ja, es ist möglich, aber ich sehe es eher in einem agilen Umfeld. Wobei jetzt zum Beispiel die AWO in keinster Weise agil bislang ist. Bitte schön. Sie haben gerade mit der AWO auch sehr unterschiedliche Stakeholder. Einmal die Pflegekräfte zum Beispiel und natürlich die Auftraggeber. Mhm. Wie gehen Sie denn damit um, die ohnehin sehr ausgelasteten Mitarbeiter da noch mit zusätzlichen Aufgaben zu versehen? Das ist ja mit Sicherheit auf freiwilliger Basis geschehen. Ne? Also haben Sie da wirklich eine breite Abdeckung? Mhm. Das ist tatsächlich ein großes Problem gewesen und deswegen wollten wir nicht spezielle Projektmitglieder rauspicken, sondern haben das Projekt vorgestellt, was wir vorhaben und haben gesagt, bewerbt euch, wenn ihr dabei sein wollt. Und wir hatten viel zu viele Bewerber, weil das Interesse einfach etwas umzugestalten so hoch war bei den Mitarbeitenden, dass wir leider eher Bereiche rauslassen mussten und das erfahren wir in allen Projekten. Also wir sind meist in Unternehmen, wo einfach ein ganz erhöhtes Arbeitsaufkommen ist, aber die Leute dann eben hochmotiviert sind, mitzugestalten und weil sie auch selber viele Ideen haben, die sie einbringen und das können sie in so einem Projekt machen. Ja, also ich sehe den Prozess des Services schon sehr flexibel und agil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir in der Regel dahin gestalten, dass Entscheidungen von den Mitarbeitern getroffen werden können. Und es gibt immer natürlich unterschiedliche IT-Systeme, die da reinfließen an der einen oder anderen Stelle. Aber bislang hatten wir jetzt noch keinen sage ich mal, kein Hindernis in der Verknüpfung dieser unterschiedlichen Themen. Wir haben zum Beispiel mit einer Versicherung, mit einer großen Versicherung arbeiten wir sehr eng zusammen, die ein ganz bestimmtes Regelwerk, auch ein Handbuch haben, wie man mit Prozessen umgeht. Das geht dann natürlich irgendwann nicht mehr. Ne? Dann sagen wir, dann ist das Handbuch, also ne, arbeite ich agil und arbeite ich wie ein Designer? Oder arbeite ich starr wie dieses Handbuch? Das ist dann eine Überlegung, eine Abwägung, die ich dann einfach treffen muss. Mhm. Aber das geht dann auch nur, wenn das Management ja. End-to-End-Ownership bei den ja. Sachbearbeitern, die auch ja. bei den Anwendern dann zulässt. Ja. Wir, unsere Tentakeln gehen sehr tief ins Unternehmen rein. Also, dass ich sage, ein abgeschlossener Bereich, bei dem bleibt es auch, das ist in den seltensten Fällen so. Also es braucht diese Management-Attention und es braucht dieses Dahinterstehen. Ja, wir wollen gemeinsam etwas verändern. Ja. Mhm. Das stimmt. Also zum einen arbeiten wir natürlich auch mit KPIs, ne? Dass wir gucken, was möchten wir denn überhaupt erreichen. Das kann aber nicht immer ganz am Anfang des Projektes gemacht werden. Oder es ist am Anfang des Projektes vielleicht ein bisschen vage. Weil wir ja noch nicht wissen, was wird es denn eigentlich.
Das definieren wir gemeinsam mit dem Auftraggeber, mit der Projektgruppe auch entsprechend. Und da noch ein Punkt, wir gestalten das nicht. Wir sind nicht diejenigen, die das gestalten und dann abliefern und sagen, das ist jetzt euer Service Design, sondern das ist eine Co-Creation. Das wird mit Unternehmen und Mitarbeitern mitgestaltet. Wir sind sozusagen Begleiter des Prozesses. Ja? Nein, also die Kunden wollen schon eine Hausnummer haben, bevor sie uns beauftragen. Und wir fragen immer, in welche Richtung sich das abspielen soll. Sind wir partielle Begleiter, indem wir ab und an mal blöde Fragen stellen? Sollen wir mitgestalten? Oder wollen Sie das Rundum-Sorglos-Paket haben? Und dementsprechend werden gemeinsame Roadmaps erarbeitet. Also der Prozess ist ja immer der gleiche. Der ist immer relativ vorgegeben. Und da haben wir ja auch unsere Erfahrung, was, wie, wo, in welchem Kontext passiert und mit wie viel Aufwand das passiert. Was wir nicht wissen ist, was kommt am Ende dabei raus. Aber grundsätzlich Hausnummern sagen wir schon immer am Anfang des Projektes und können das auch relativ zielgenau machen. So tief ins Detail kann ich leider nicht gehen. Ich bin schon froh, dass ich das so zeigen konnte. Das Projekt läuft auch noch. Also wir sind tatsächlich, wir haben Instrumente entwickelt und die testen wir. Ne? Es sind Prototypen entwickelt worden und es sind tatsächliche Prototypen, die auch als solche getestet werden. Und da befinden wir uns gerade. Also wir sind sozusagen kurz vor Rollout. Aber was genau es ist, das darf ich Ihnen leider nicht mit sagen. Es tut mir total leid. So, Frau Thiel, herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Danke Ihnen.